Offenbar steckte dem FK Pirmasens noch das 120-Minuten-Pokalspiel gegen Bremen in den Knochen. Denn im Lokalderby gestern Abend beim 1. FC Saarbrücken gab es für die Pfälzer nichts zu holen, außer dem Ehrentreffer zum 1:4. Selbst in dieser Höhe war der Erfolg für die Blau-Schwarzen in Ordnung. Die Punkte gegen Pirmasens waren abgehakt. Jetzt geht's am Samstag gegen den Tabellenführer Stuttgarter Kickers. Das ist jetzt eine sehr interessante Aufgabe, wo wir mit Freude drangehen müssen und wo wir auch mit absolutem Optimismus und Siegeswillen drangehen müssen. Das Duell Saarländer gegen Pfälzer lockte 5.800 Zuschauer in den Park. Die Fans machten noch einmal die Zielsetzung klar. Saarbrücken will raus aus der Liga, der FK Pirmasens will drin bleiben. Schon in den ersten 30 Minuten war Saarbrücken überlegen, fand aber nur wenige Löcher in der Abwehrleistung des FKP. Hier die beste Chance durch Jonathan Scheguer. Dann aber hatte auch der Club seine Möglichkeiten. Durch Sebastian Reich, den Ex-Neunkircher. Bis zu diesem Zeitpunkt fühlte sich FKP-Trainer Robert Jung in der Taktik bestätigt. 37. Minute Freistoß Marco Gebhardt, Manuel Hornig, Schiedsrichter Knut Kircher und sein Assistent waren sich sicher, dass der Ball über der Linie war. Auch die Verlangsamung allerdings gibt keinen klaren Aufschluss. Es könnte ein bisschen Wembley gewesen sein. Der Pfälzer Manuel Hornig, Wegbereiter für den Sieg der Saarländer. Klar, auch noch gegen meinen alten Trainer, der mich ja 4 Jahre trainiert hat. Das ist auf jeden Fall was Besonderes, damit er mich auch nicht vergisst. Nach dem Tor und dem Seitenwechsel ging es dann ratzfatz. Ein klasse Spielzug über Manuel Hornig. Charles Hafner ebenfalls sehr stark und in der Mitte sacklig, uneigennützig und effektiv auf Jonathan Scheguer, der Franzose mit dem 2:0 in der 52. Minute. Dank beim Jubel auch an den Vorarbeiter. Eine tolle Kombination mit einem erfolgreichen Abschluss. Nur 11 Minuten brauchte das Team von Michael Henke, um den FK Pirmasens auseinanderzunehmen. Zunächst ein Fehler von Timo Kriegshäuser. Jonathan Scheguer mit seinem 2. Tor. Brutal nutzt er den Fehler aus. Nach 54 Minuten das 3:0. Der FKP reagierte mit Aussetzern. Zellner, diesmal nahm sacklig das Geschenk der Pfälzer an die Saarländer dankend an. 4:0, 3 Tore innerhalb von 11 Minuten. Dem Saarbrücker Bub beim FK Pirmasens Nico Weißmann gelang in der 80. Minute der Ehrentreffer. Aber auch er musste die Überlegenheit seines Ex-Clubs anerkennen. Saarbrücken hat sich in einen Rausch gespielt und dann auch hochverdient 4:1 gewonnen. Jubel nach dem klaren Erfolg. Es könnte eine goldene Woche für den 1. FC Saarbrücken werden. Dann, wenn die Mannschaft auch am Degerloch bei den Stuttgarter Kickers am Samstag was holen wird. Und hier die weiteren Ergebnisse vom Mittwochabend. Siegen gewinnt gegen Reutlingen 3:0, Saarbrücken wie gesehen. Pfullendorf unterliegt den Stuttgarter Kickers 1:2 und Darmstadt verliert gegen Wien mit 1:2. Der Blick auf die Tabelle, Saarbrücken auf 7 hat sich ein bisschen verbessert, hat nun 11 Punkte. Und in der zweiten Hälfte, da sehen wir Elversberg immer noch auf Rang 14 mit nur 6 Punkten.